Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen. Wir machen heute Dorfbesuche, haben Zuschauerfight drin, unseren ersten nämlich. Und ich zeige euch mal wieder einen kleinen Bug von einer Queen hier bei uns im vorherigen bzw. vorvorherigen CK. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los hier mit den Dorfbesuchen. Ich hatte mir ja noch ein paar rausgepickt aus den Folgevideos. Wir sehen hier den Left Shark und das sind jetzt auch nicht mehr ganz so viele. Das sind jetzt auch erstmal die letzten. Ich werde dann wieder aufrufen zu Dorfbesuchen. Aber der Left Shark hier ist ein RH9. Sicherlich auch noch nicht ganz so lang, aber er hat so ein bisschen versäumt hier zumindest die Hockrider zu machen. Denn gerade im RH9-Bereich so ein Go-Hock. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwas im Labor der dunklen Truppen läuft. Und aber wir schauen hier einmal in das Dorf hinein. Das Labor läuft auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, es ist der Golem. Oder es ist der Hund. Danach vielleicht die Schweine zwei Level und dann hat man Golalun zusammen. Man hat Gohok zusammen. Und aber sonst ist das schon eine anständige, starke Base hier. Ich denke mal, wie ich das überblicke, ist das eine Max RH9 und ich denke auch die Tesla werden schon auf RH9 Niveau hier sein. Das sieht hier sehr, sehr gut aus. Ein paar Mauern schon auf Level 9 hier und die Helden 10, 11. Ja, da weißt du, was zu tun hast, wenn du die letzten Dorfbesuche bei mir gesehen hast. Und es sind die Helden, die musst du jetzt dringend nachziehen. Die sollten jetzt also erstmal auf so ein Niveau 20-20 gehen. Wie man das macht, sei dahingestellt. Ich habe das immer in 5er Schritten gemacht, also immer 5 Schritte Queen, dann 5 Schritte King, so dass ich immer einen Helden über eine etwas längere Distanz immer zum Farmen mit habe hier. Aber das sieht gut aus. Ich denke mal, da bist du auf einem guten Weg, auch was zu werden. Ich sehe im Moment keinen Bauarbeiter mehr, deswegen glaube ich, dass bei dir alles fertig ist. Du kannst alle Bauarbeiter für deine Mauern verwerten. Wunderbar so. Als nächstes sehen wir jemanden, den ich allerdings jetzt in Clans suche. Und ich denke mal, dann werde ich ihn auch in Clans finden. Es ist der Clan Hogwarts hier an der Stelle, Level 3 Clan. Und hier finde ich den, da ist er schon, den Rotweinpiraten. Komischerweise habe ich den letztes Mal nicht gefunden. Da habe ich aber witzigerweise in dem gleichen Clan, den er mir genannt hat, einen Weißweinpiraten gefunden. Hatte ich, glaube ich, auch gesagt. Und aber er hat mir seine ID auch später noch geschickt. Trotzdem hier ein Rathaus 10er, 20er Heldenkombi. Das ist, finde ich, mittlerweile in Ordnung. Man darf aber dann nicht vergessen, dass man die Helden auch nachmacht. Von den Truppen her sieht das auch gut aus. Erstmal Valkyrie hoch, Golem hoch. Wunderbar hier. Hogs sind mit dabei. Und ich denke, im Labor laufen entweder die Bowler oder es laufen die Miner. Ich würde die Bowler vorziehen, denn die Bowler auf 2 hier mit Heiler-Kombi und in Verbindung mit Valkyren sind doch schon eine gute Truppe im RH10-Bereich. Auch die Base, denke ich mal, sieht im ersten Blick gut aus. Er baut jetzt gerade den Flächenschaden aus. 2 Magiertürme sind hier schon hoch. Der dritte geht hier hoch. Die Infernos sind schon auf Level 3. Clanbook sehe ich auch, ist auf 35. Aber ich sehe hier einen Casus Nactus. Ja, das sind die Truppen. Also bitte, bitte den nächsten Bauarbeiter hier schon mal für das erste Lager abstellen. Ich weiß, RH10. Da baut man die Lager ja auf Maxed Out. Das heißt, bei 11 geht ja im Moment nicht mehr. 10 Tage und 6,5 Millionen Elex. Das ist natürlich eine Nummer. Das Elex gibt man erstmal ungern her, weil man vielleicht eine Truppe leveln möchte. Aber zwing dich da einfach mal zu. Ich habe gleich zu Anfang einen Bauarbeiter direkt immer abgestellt, der mir erstmal alle 4 Lager fertig macht. Das heißt, habe erstmal 40 Tage einen Bob nur abgestellt, dass der mir die Lager gemacht hat. Aber das lohnt sich dann, denn diese 20 Truppen mehr, das ist ein Must-Have für ein RH10. Aber sonst, denke ich mal, sieht das hier gut aus. Auch von den Truppen. Und wir gehen noch eine Rathausstufe höher heute. Also mich erreichen heute auch, oder die letzten, die ich mir hier eingefangen habe, die sind Rathaus Level 11, was natürlich wirklich krass ist. Das ist der GM Pro 97, den kenne ich irgendwoher, entweder aus dem Livestream oder aus meinen Kommentaren hier. War schon mal in der Titan League und hat hier natürlich eine nette Truppe am Start. 44er King, 45er Queen, 16er Warden, das ist richtig stark. Einige Zauber auch schon auf Max Level, Heilzauber, Blitzzauber. Und Eil ist ja bei mir jetzt auch Max Level und der ist auch wirklich gut auf Max Level.
Dann die CK-Truppen, Golem, keine Frage, Valkyre, Bola, irgendwas wird sicherlich auch hochgehen, Bola, ja. Bola oder Hund, denke ich mal, geht bei dir im Labor hoch, eins von beiden, denn das sind im Moment die Truppen im RH11-Bereich, die wirklich stark sind. Oh, und ich sehe hier, der Warden geht hoch und der King geht hier hoch, Donnerwetter. Hier ist ja richtig was los bei dir in der Base. Bogenschützenturm geht hier auch schon ein Level hoch. Oh, die müssen auf 14 gehen, okay. So ein paar hast schon auf 14 hier, wunderbar. Der geht jetzt dann noch ein Level hoch. Also die Elfer haben wieder mal reichlich zu tun hier. 240 Truppen, das sehe ich auf einen Blick, dass die Lager hier so hell blinkend und so rot sind. So ein bisschen rötlich, die Steine am Rand. Und ich denke mal, gute Base hier, die neuen Mauern, die er gekriegt hat. Ich kann sie jetzt nicht nachzählen. Entweder hat er sie hier schon drin und sie sind auch schon auf Mauer Level 11, sodass er jetzt schon sicherlich dran denkt, oh, die erste 12. Mauer, aber richtig krasses Dorf hier, Lager alle voll, also gibt das Gold und Elex sinnvoll aus, dein King läuft auf Max-Level, also das ist ein toller Elfer hier, muss ich mal so sagen, und wir bleiben auch gleich im Elfer-Bereich, denn der Humpy hat mich angeschrieben, den kenne ich auch schon aus meinen Livestreams oder aus den Kommentaren, so genau weiß ich es nicht, von den Global Donators Level 164 und ist auch ein sehr starkes RH11 hier mit über 40er Heldenpärchen, 18er Warden und natürlich schon richtig guten Kampftruppen hier unten, 3er Bowler, 4er Hund, das ist wirklich krass, also das ist genau das, was man im Moment in den Clankriegen hier braucht, und er greift vermutlich jetzt wegen dem Drachen-Event mit Drachen an, aber auch hier sieht man die wirklich schöne Base und ich sehe auf einen Blick beide Infernos im Ausbau. Das schwächt diese Base natürlich enorm. Und dann auch noch ein X-Bogen im Ausbau. Und hier geht die Queen hoch. Wow, die Queen geht auf Max-Level. Also im Moment, glaube ich, hast du mit Siegen zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie die Saison aussieht. Da immerhin 7 Defenses won. Also hier musst du jetzt erstmal Defenses gewinnen. Wenn so viel im Ausbau ist, dann bist du ja echt schon geschwächt. Und deswegen wundert es mich nicht, dass er im Moment nur in Kristall 3 ist. Aber er hat auch schon Ausflug nach Titan gemacht. Also wunderbar hier. Richtig krasses Dorf. Und um diese Folge so ein bisschen aufzulockern, bis da zeige ich euch jetzt den ersten Zuschauerfight. Los geht's. Da ist ja mein erster Zuschauerfight ist, den ich überhaupt zeige, freue ich mich natürlich besonders, dass er so gut abgemischt ist, denn er hat gleich die Musik hier mit reingemixt. Das ist natürlich super, da brauche ich gar keine zu hinterlegen. Auch ein schönes Stück hier, muss ich sagen. Und oh, Sonne gefundene Base hier. Sowas von total offen, sage ich mal, weil du hast ja echt nur eine Mauer hier zu überwinden und mit den Truppen hier, auch wenn er sicherlich noch gar nicht so lange Rathaus 9 ist, mit einer 5er Queen und einem 10er König hier, okay, hier ist natürlich alles verschossen, X-Bogen ist hier verschossen und Tesla, ah doch, die Tesla sind schon auf RH9 Niveau, aber hier mit den Valkyren rockt er hier die Base hier, der Schurke vom Clan Dark Web. Also richtig, ich finde, das ist ordentlicher Lot hier in der Liga, wo er sich auch tummelt. Das findet man gerne dann als RH9er solche Bases. Und mal sehen, wie weit er hier mit den 4 Valkyren jetzt noch abräumt. Oh, die laufen jetzt gleich bestimmt zum Bombenturm hin. Das ist natürlich für die Valkyren jetzt nicht so nett, aber ja, sie überleben noch. 3 Stück sind es noch. Okay, ich denke mal, in der Mitte werden die nicht mehr kommen. Die beiden Tesla werden in jedem Fall die beiden bzw. die 3 Valkyren hier machen. Hier zoomt er auch schön rein. Also wirklich toll gemacht hier. Richtig klasse. Das kann ich zwar auch reinschneiden, aber ich denke mal, ist ein schöner Kampf hier gewesen. Und schön mit Musik hinterlegt. Das freut mich am meisten. Ja, netter Lot hier. Also schickt mir eure Lotfights. Ich hab jetzt wieder einige gesichtet, aber muss auch immer so ein bisschen die passende Folge dazu finden, wie ich das hier so ein bisschen unterbringe. Aber immerhin, das war mein erster Fight und fand ich natürlich wirklich klasse. Gleich mit Musik hinterlegt, brauchte ich nichts hintermischen. Wunderbar. Wir sehen hier den RMZY von der Bad Army 2015. Ein Rathaus, oh, ein Rathaus 9er, cool, mit 16er King, 20er Queen, das ist super. Und die CK-Truppen bzw. überhaupt die Truppen hier sind bis auf die Hexe, glaube ich, durchgelevelt. Mehr kann man an dieser Stelle hier nicht machen. Ich denke mal, die Base sieht genauso aus, wie ich mir das vorstelle. Jawohl, das ist eine Maxed-Out RH9 Base. Ein paar Mauern noch, das ist halt das Problem im Moment des 9ers. Wo der 8er das Problem hat, dass das Elex nicht mehr los wird, hat der 9er halt das Problem, dass seine Helden
nicht so schnell hochgehen wie die Base. Das mache ich im Moment ja mit zwei RH9-Accounts bei mir leider auch durch. Denn die Helden kommen einfach nicht so schnell nach, wenn du nicht wirklich exzessiv hier das Dunkle nachforscht. Aber hier oben geht der King schon auf seine nächste Reise, nämlich auf 17. Ich denke mal, mach den ruhig auf 20 hoch. Danach machst du mit deiner Queen weiter auf 25. Dann bist du hier auf einem super Weg. Also die Base hier ist auch eine starke Base, denke ich mal. Schwer zu knacken. Sicherlich das Dunkle. Save the Dark, sage ich ja immer. Hier schön in der Mitte. Geschützt von ganz, ganz viel Def hier. Und auch, ja, kann man ein bisschen sinnvoller machen, indem man die hier noch so ein bisschen überlappt zu den Luftabwehren. Denn wenn die Loons auf die Luftabwehren fliegen, falls man mit einem Gola Loon angegriffen wird, dann ist natürlich nett, wenn man da Flächenschaden stehen hat. Also vielleicht mal ein bisschen über die Base, über das Design nachdenken. Denn einfach so ein bisschen die Magiertürme Richtung Lars schieben, sodass die Loons es nicht so super leicht haben und immer schön Flächenschadenbeschuss bekommen. Ich denke, in den freien Feldern werden wir hier die RH9 Teslas auch sehen, aber schöner, ja, ist eine schöne Base hier, gefällt mir. Und wir gucken in meine nächste Zwischenablage rein. Ich weiß gar nicht, ob man das Klicken manchmal hört. Ich glaube aber nicht. So, wen haben wir da? Wir haben den, nee, das wird er nicht sein. Ich würde mich über ein Review freuen. Den müssen wir, glaube ich, ja, das ist immer so, wenn du eine falsche Tech hast hier, dann kriegst du irgendwie einen Level 1 Charakter. Irgendeinen, okay. Das ist der Clan, gucken wir mal. Austria. Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich auch einen Namen dazu finde. Da muss ich jetzt mal schauen. Finde ich hier jetzt einen Namen zu? Ich finde leider keinen Namen dazu. Das tut mir jetzt leid. Ich weiß nicht, wer es ist hier. Also musst du mir nochmal schreiben, wer das denn immer sein soll hier. Ich kann es dir nicht sagen. Der Clan ist auch noch nicht so alt. Tut mir leid. Dann nehmen wir den nächsten. Da kann man nichts machen. Das müsst ihr. Ihr müsst mir dann einfach die Player Tag auch reinschieben. Oder wenigstens den Namen. Den habe ich hier nämlich jetzt nicht. Und das ist natürlich dann an der Stelle nicht so schön gelaufen. Dann machen wir den raus und finden sicherlich jetzt, jawohl, wir finden ein Level 90 RH, oh, Level 90 RH9 und dann so hohe Helden hier schon. Aber ja, fehlt noch ein bisschen was an Truppe. Und ich denke mal, auch noch nicht so super viel gespendet. Das kommt ja auch immer ganz drauf an, in was für einem Clan man ist. A Friend in Need, ja, hier kann auch was gehen. Das machen immer oftmals die Level aus. Nämlich die ganzen vielen Spenden. Aber sonst, ja, weiß ich noch nicht, wie lange du jetzt RH9 hier bist. Oder bist du, finde ich, vielleicht sogar ein 9,5er? Nein, du bist ein richtiger 9er. Du hast die X-Bogen ausgebaut. Bitte nicht weiter ausbauen. Denn der Rest der Base muss erstmal dazu passen. Ich sehe, du hast hier die Magiertürme versäumt zu machen auf Rathaus 8 schon. Und auch ein kleiner Mauermuffel hier an der Stelle. Die Lager gehen selbstverständlich auch noch ein Level hoch. Also ich glaube, du bist noch nicht ganz so lange RH9 und hast noch einiges aufzuholen. Aber King und Queen, also King jetzt schon auf 11. Ich denke, der war auf 10 auf RH8. Aber die 10er Queen jetzt schon so zu machen, das ist natürlich schön. Gleich die zweite Errungenschaft hier mit drin zu haben. Und ja, das ist eine coole Sache. Habe ich so auch noch nicht gesehen, dass jemand mit seinen Helden etwas schneller ist als eigentlich mit seiner Base. Und dann kommen wir zum letzten Besuch heute. Das ist der Spike. Der Spike vom Clan EYA. Clan Level 2 ist wahrscheinlich auch noch nicht so lange existent. Der Clan hier 15er King, 13er Queen. Ich denke mal, die Queen wird er jetzt erstmal auf das King-Niveau heben. Hat hier schon 4er Golem, 4er Valkyren. Wunderbar, 5er Orks. Das ist die Super-Kombi hier, finde ich nach wie vor. Gohok oder auch mit den Valks kann man was reißen, wenn der Angriff gut ist. Und hat auch schon 6er Loons hier, also sieht erstmal gut aus. Oh, das tut mir leid, abgefarmt. Aber ich sehe es eigentlich schon, 22 Truppen, das ist top. Und auch schon eine ziemlich starke Base hier mit den X-Bogen. Da wird der andere sein, jawohl. Und hier denke ich mal vorm Rathaus, aber du machst gerade einen großen Fehler. Abbrechen, du musst abbrechen. Viel zu früh, also du gehst viel zu früh auf Rathaus 10 hoch. Jetzt nicht mal abgesehen von den Mauern, aber von den Helden. Ja, also das brichst ab, wenn du das Video hier noch rechtzeitig siehst und dein Bauarbeiter hier noch beschäftigt ist. Das geht nach hinten los, mit so kleinen Helden dann jetzt schon auf RH10 gehen. Ich meine, was willst du damit erreichen? Ja,
ich hoffe nicht, dass du dann sagst, ich habe dann Infernos und habe dann Bowler oder so. Das ist, mach es nicht. RH9 ist eine wirklich tolle Zeit, hier RH9 zu machen. Und bei dir geht ja truppenmäßig auch noch was. Hund, Hexe. Und auch zaubermäßig geht, zaubermäßig geht glaube ich nichts mehr. Aber, also ich will es nicht machen. Brech bitte ab. Okay, dann, das war es erstmal mit den Dorfbesuchen. Ich würde sagen, wir gehen einmal in den vorletzten Clankrieg hinein. Denn dort ist mir mal wieder etwas passiert mit dem Alex-Account. Da muss ich jetzt eben mal schauen. Mein Team mit dem Alex-Account, wieder so ein kleiner Bug bei der Queen, der immer noch nicht raus ist. Den sehe ich immer mal wieder gerne. Und zwar war das hier im ersten Fight. Mit einem Golalun bin ich hier vorgegangen. Und ich spule das mal eben in zweifach vor, mache dann gleich Halt. Hab mir also gedacht, Queen muss weg, die La hier muss weg und dann müssen die Truppen hier irgendwo an der Clanburg irgendwo springen. Ja, kurz davor habe ich meinen Sprung auch drin. So, jetzt muss ich das ein bisschen langsamer machen, damit man die Queen gleich auch sieht. Ich spule mal jetzt rein. Das heißt also, ich habe eigentlich nichts mehr in der Mitte. Meine Golems sind doof gelaufen an der Stelle. Queen zünde ich jetzt schon mal. Und jetzt müsst ihr genau aufpassen. Der Sprung ist ja noch da, aber er ist schon leicht am Auslaufen. Ja, aber er ist immer noch da. Er ist immer noch da. Die Queen hilft dem King jetzt hier oben bei dem Lager. Und jetzt, zack, 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 hängt die da. Kriegt den Sprung nicht mehr mit. Oh. Und macht dann Mauern. Ja, das war wirklich dösig. Denn die in der Mitte zu haben, wäre natürlich top gewesen, dass die mir hier die Lars wegmacht. Ja, und vielleicht sogar noch den Feger hier. Aber nein. Die hat da kurz einmal gehangen an diesem grünen Kreis noch und hätte eigentlich noch springen können, aber hat dann an der Mauer gehangen. Ja, das ist wirklich doof an der Stelle und so bin ich hier nicht mehr richtig gut in diese Base reingekommen. 80%. Ja, jetzt geht der Feger erst weg und dann die Tesla Farm mit dem schön dahinterliegenden Magierturm. Also wunderbar hier gerade für den Golalun hier erstmal den Einzelschaden und dann noch den starken Flächenschaden dahinter. Ja, das tut natürlich den Lohns. Dann schon sehr, sehr weh. Und so waren das leider hier am Ende nur 80%. Kann nichts machen, aber mit der Queen, das hat mich schon geärgert. Ich habe das auch erst im Nachgang gesehen, weil ich gedacht habe, Mensch, wieso ist die nicht in der Mitte? Macht mir da die Lava weg. Dann wären nämlich meine Lava-Hunde gleich weitergeflogen. Hier Richtung Teslas. Und ja, schade. Was willst du machen? So ist es nun mal. Und ihr habt das gerade bei uns im Log gesehen, es sind beide wieder rot. Es wird eine Folge kommen über diesen CK hier 48, 49. Da gibt es auch wieder einiges zu schmunzeln. Aber ich denke mal, von dieser Dorfbesuchsfolge war es das erstmal. Kleine Nettigkeiten mit eingebaut. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir sehen uns in weiteren Videos bei Clash of Clans mit mir, dem Thorsten.